somit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in der neuen Erweiterung. Wir starten. Es ist nicht so lange her. Wir haben ein bisschen Pause gehabt, aber nicht sehr viel. Und ja, wir sind jetzt hier direkt schon vor dem Prolog und sind im Kapitel 1 Prolog auf nach Maguma. Bereitet euch auf die nächste Schlacht im Krieg gegen Mordremoth vor. Meldet euch in der Rotsteinbastion in der Silberwüste. Ja, aktuell ist gerade dieses große Meta-Event, würde ich jetzt mal sagen, wo man hier unten in diesen Kammern die Viechchen hat, die man bekämpfen muss. Und deshalb ist hier alles ein bisschen am Vergiften, so ein bisschen. Deshalb, wir flitzen jetzt ganz schnell hier rein. Möchtet ihr das Kapitel auf nochmal Gummi der Geschichte von Heart of Thorns betreten? Ja, möchten wir. Dann haben wir schon die dritte Sache, die wir jetzt starten. Da ist es. Kommandeur. Mordremoth hat sich als noch mächtiger erwiesen, als wir uns vorstellen konnten. Der Dschungel selbst hat sich gegen uns gewandt und unsere Schiffe zerfetzt. Und dann war da dieser Ruf. Wir Silvari haben ihn alle gehört. Und viele folgten Mordremoths Befehl, sich gegen ihre Paktverbündeten zu wenden. Viele sind tot. Andere werden vermisst. Und unsere Flotte ist völlig vernichtet. Wenn nicht bald Rettung kommt, wird es nichts mehr zu retten geben. Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Jetzt sind wir in Star Wars gelandet. Okay. Sprecht mit Takterin Elke. Da ist unsere liebe Freundin Elke. Kommandeur anwesend. Ja. Hallöchen. Schön, euch zu sehen, Kommandeur. Einige eurer Gefährten sind bereits losgezogen. Sie wollten gleich helfen. Rührt euch, Taktikerin. Larantia hat mich um Hilfe gebeten. Was könnt ihr mir über die Lage in Maguma berichten? Wir haben ein paar Überlebende aus dem Dschungel kommen sehen. Und sie berichten nichts Gutes. Mordremoth hat die Flotte vernichtet, sobald sie angekommen war. Das reinste Massaker. Wer das überlebt hat, ist völlig aufgelöst. Wir halten den Weg aus Maguma heraus offen, so gut es geht. Aber die Bernsteinwanderdüne ist ziemlich übel dran. Wenn wir die verlieren... Werden wir nicht. Wir brauchen einen Weg hinaus für Überlebende und einen Weg hinein für Verstärkung, wenn wir diese Sache noch rausreißen wollen. Außerdem brauchen wir Traherne und die Klinge des Schicksals. Sie waren an Bord der Flotte und ich muss wissen, was aus ihnen geworden ist. Eskortiert die Verstärkung und säubert die Bernsteinwanderdüne von Mordrem, um eine Paktsammlung einzurichten. Ja, danke. Dankeschön. Wir holen uns mal direkt Unterstützung. Das Ding, oder? Müssen wir wahrscheinlich. Wachsam, ja. Juhu! Hallo Leute, da sind wir. Wie geht's? Habt ihr das soweit überlebt? Ich glaub schon, ne? Boom! Okay. Oh, warte, stopp. Da sind zwei. Hi, Braham! Wie geht's? Wie steht's? Geht's dir gut soweit? Rox! Unsere Freunde sind wieder da. Los, wir müssen dem Mannequin da hinterher. Oder muss ich auch mit euch sprechen? Bin froh, dass ihr hier seid. Ah, doch, wir sprechen, heißt, okay. Mordremoth habe die ganze Flotte ausgelöscht. Die Nachricht macht Frostbeißer etwas nervös. Ich meine, weil die Klinge des Schicksals an Bord war. Ich hoffe, es ist ihnen nichts passiert. Mir geht's wie Frostbeißer. Der Boss und die Klinge des Schicksals haben Zeitan mit Luftschiffen zur Strecke gebracht. Wie konnte es diesmal so schief gehen?
Das werden wir gleich selber sehen. Ich brauche euch beide beim Aufmarschgebiet in der Nähe der Bernsteinwanderdüne, sobald ich dort bin. Verlasst euch auf uns. Muss bloß noch die letzten Mordrem hier wegputzen. Klingt gut. Wir sehen uns dann bald. Genau. Okay, Leute. Passt auf euch auf. Oh, ich bin ja schon mal froh, dass wir nicht so viel lesen müssen. Das macht das Ganze ein bisschen angenehmer, finde ich. Oh, oh, oh. Ich bin da. Ich helfe euch. Moment. Moment, Moment, Moment. Uff. Wo ist denn der Rest geblieben? Seid ihr nur noch zu zweit? Okay. Und der eine ist schon fast toti-bedoti. So, wo müssen wir denn lang? Da lang, okay. Oh, ich freue mich auf die neue Staffel. Ich bin echt mal gespannt. Es ist ein bisschen länger her bei mir. Also, wen haben wir da? Ich sehe Cass, die sich rumportet. Und Marjorie. Hi Leute, wie geht's? Wie steht's? Geht's euch gut? Habt ihr soweit überlebt? Hi, ihr zwei. Den Göttern sei Dank, dass ihr hier seid, Boss. Wir hatten gehofft, auf eine Spur von Kate und dem Ei zu stoßen, aber gefunden haben wir... Das. Ich wollte es gerade sagen. Wir holen uns das Ei zurück, aber unsere oberste Priorität ist erstmal Mordens. Wie ist die Lage? Nachdem ihr zum Lager der Standhaftigkeit aufgebrochen wart, griffen Mordrem an. Wir sind zur Bernsteinwanderdüne gegangen, um zu helfen. Ross ja. Und Graham zur Rotsteinbastion. Ich bin gar nicht bis zum Lager der Standhaftigkeit gekommen. Als ich von dem Angriff auf die Flotte hörte, wusste ich, dass ich hier gebraucht würde. Es ist also noch schlimmer, als es aussieht. Ihr könnt auf uns zählen, Boss. Wir sind marschbereit. Sobald ihr den Befehl erteilt, geht's los. Okay. Hiermit erteilt. Schließt ab, was ihr gerade tut und trefft mich am Rand des Dschungels. Wir gehen alle gemeinsam rein. Ja, als Team. Erst meine Schwester, dann die Seferitenmeister, jetzt die Paktflotte. Wir müssen Mordremos aufhalten. Endgültig. Das machen wir. Zusammen schaffen wir das. Nur nie Einzelgänge unternehmen, weil das geht meistens nicht gut aus dann. Schnell. Da unten haben wir noch jemanden. Eure Nähte sind ja zu sehen. Da ist der gute Freund. Wer ist das überhaupt? Veteran-Gerüchte-Agent. Okay. Ach, guck mal, das ist eine offene Instanz. Hallöchen. Wie cool. Wusste ich gar nicht. So, und jetzt? Ich denke mal, wir müssen das hier fertig machen. Wir waren, glaube ich, beide gerade ein bisschen perplex, dass wir hier mit anderen in einer Ding sind. Okay, jetzt müssen wir hier links lang. Der nächste, der die Episode spielt. Wie cool. Ich hoffe, er hat genauso viel Spaß wie wir. Da sehe ich schon Timmy, glaube ich, oder? Ja, Timmy und Kanach. Hi, hi, hi. Hallo, Boss. Ganz Ruttersum redet von der Paktflottenkatastrophe. Mir war klar, dass ihr was unternehmen würdet, also bin ich gleich gekommen, um mitzumachen. Schraddel und ich haben den Einheimischen ein bisschen gezeigt, wie man Mordrem verdrischt, während wir auf euch gewartet haben. Oh, sehr gut. Und Kanach hat auch mitgeholfen. Sehr gut. Ja, ich habe mitgeholfen. Eigentlich dachte ich ja, die Erstgeborenen nehmen sich wichtig. Aber das... Kommandeur, Gräfin Anise schickt mich. Ich soll euch beim Kampf gegen Mordremos unterstützen und die glänzende Klinge repräsentieren. Je mehr, umso besser. Mordremos nicht lange genügen. Mordrem dringen jetzt schon in weit entfernte Gebiete wie das Diessa-Plateau vor. Obendrein habe ich ganz klar persönliches Interesse am Sieg über den Dschungeldrachen. Wie dem auch sei, ihr könnt über mich verfügen. Gut, dass ihr beide dabei seid. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Da gebe ich ihr recht. Okay.
Jetzt müssen wir da hoch und dann, denke ich, werden wir auch schon in den nächsten Part. Ich bin mal gespannt, in welche Karte wir jetzt kommen. Ich weiß es überhaupt nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ach, Mist. Ich wollte eigentlich zu dem Ambus-Teil. Oh mein Gott, guckt mal. Oh mein Gott. Wow, da kribbelt's. Da kribbelt's. Überleg mal, du stehst da so, von hinten kommt das Zeug an dich. Oh Gott. Oh Gott. Ein Groot, aber ein böser Groot. Boah, krass. Wow. Prolog auf nach Maguma abgeschlossen. Okay. Wow. Findet heraus, was mit der Paktflotte geschehen ist. Dem Himmel entrissen. Ja-Instanz betreten. Boah, was coole Bilder. Okay. Oh, wir sind... Nicht schlapp machen, Leute. Grasgrüne Schwelle ist das Startgebiet. Ich freue mich schon. Ein bisschen Karte erkunden. Wie gesagt, ich habe ja damals gesagt, eigentlich wollte ich gar nicht mehr die Kartenerkundung mit reinnehmen. Aber dann hat mich ein Kommentar ganz freundlich erreicht und da dachte ich, okay, gut, komm. Machen wir so 50-50 irgendwie mal ein bisschen was mit Karte erkunden. Nicht komplett alles, dass ich es mit aufnehme. Aber so hin und wieder mal ein bisschen was hätte ich, habe ich mich jetzt dazu entschlossen. Okay. Wow, guckt euch das an. Ich muss sagen, die Erweiterungskarten und die Staffelkarten, die sind schon cool gemacht. Muss ich mal wirklich sagen. Das Coole ist, die Soraya wird die erste Charakterin von mir sein, die wirklich komplett alle Karten, Grundkarte, Erweiterungskarten, Staffelkarten, alle Karten dann erkundet hat. Da kann ich mir selbst auf die Schulter klopfen, meiner Meinung nach. Okay, aber man sieht, hier sind die Paktflotten abgestürzt. Oh Gott, ich hab schon so ein Gespür irgendwie, sage ich mal. Okay. Ach, ihr Götter. Oh Gott. Was für ein Haufen Trümmer. Oh mein Gott. Massaker hatte ich gerechnet. Aber das, Mordremus hat die ganze Flotte vom Himmel geholt. Bei den Geistern. Könnte doch jemand überlebt haben? Das ist eine gute Frage. Ah, guckt mal da. Ich sehe ein Lager. Ja. Ja, Bram, langsam. Okay, bei mir kommt gar kein Ton von meiner Soraya. Sie hat gerade Bram, komm zurück geschrien. Bram, warte doch, du. Ihr werdet dahin schmelzen. Du, ich weiß. Der Rest von unserer Truppe, deine Mutter ist auf dem Schiff gewesen. Oh mein Gott, beinahe sind wir erschlagen worden. Oh mein Gott. Yo! Der hätte beinahe uns getroffen. Ich bin erst der Geikens Sohn. Ich will wissen, wo sie ist. Brayhan, ihr könnt nicht einfach so losrennen. Wir sind in feindlichem Gebiet. Du sagst es. Larant hier, freut mich, dass ihr noch lebt. Ich brauche sofort einen Statusbericht. Ihr seid ein willkommener Anblick, Kommandeur. Die Lage ist trostlos. Mordremus hat die Flotte völlig vernichtet. Der Pakt ist am Ende. Traherne und die Klinge des Schicksals hat man gefangen genommen. Sie leben, werden aber vermisst. Oh Gott. Und die übrigen Soldaten vertrauen mir nicht mehr. Na toll. Und das überrascht euch? Scarlet, Aaron und jetzt das hier. Mordremus lässt seine schmutzigste Drecksarbeit doch immer von Silvari verrichten. Boah. Wir müssen die Verteidigung hier ausbauen. Unser Hauptaugenmerk sollte der Bergung von Waffenteilen an der Absturzstelle gelten. Mhm. Was wird aus unseren Kameraden in der Höhle? Der Pakt lässt die Seine nicht im Stich. Seht euch doch um. Den Pakt gibt es nicht mehr. Und die Gefangenen, die ihr retten wollt, sind vermutlich bereits tot. Denkt doch einmal drüber nach. Wir brauchen mehr Leute. Sonst wird jeder Bergungstrupp, den wir aussenden, verschwinden wie die anderen. Das hilft uns nicht weiter. Sagt uns einfach, wo die Klinge des Schicksals ist, bitte. Larant hier, haltet euch bereit. Ich muss mal darüber nachdenken.
Wir gucken gerade mal ganz schnell. Okay, so wir sind schon in der 2. Da gibt es auch wieder Sachen zu machen. Okay, hi, Braham. Der des Schicksals wurde auch gefangen genommen. Retten wir Larantiers Soldaten, finden wir vielleicht eine Spur. Das stimmt. Rox, was sagst du? Konzentrieren wir uns auf den Schutz der überlebenden Soldaten. Wir sollten ein paar Turmersatzteile auftreiben, um diese Stellung zu sichern. Wer bist du? Rekkagat. Diesmal hat Larantier recht. Wir müssen die Paktgefangenen befreien. Logik und Pflicht verlangen es. Okay, guck mal, die haben jetzt so ein komisches Symbol da drin. Wir müssen die Gefangenen aus den Höhlen der Nähe retten. Die Mortrim hätten sie töten können, aber sie haben stattdessen lebend mitgenommen. Die Mortrim müssen einen Plan folgen. Mir graut es bei dem Gedanken, was für einer das sein könnte. Habt ihr schon einen Rettungstrupp aufgestellt? Es war mir nicht möglich. Meine Truppe weigert sich, ihr Leben dadurch zu riskieren, dass sie meine Befehle folgen leisten. Vor allem, weil es sich bei den Gefangenen um Silvari handelt. Sie fürchten, ich führe sie in eine Falle. Sie werden mir folgen. Lasst uns mit dieser Rettungsmission beginnen. Danke für eure... Okay, wir lesen das andere nochmal. Vergesst daran diese Rettungsmission. Wir wissen nicht einmal, ob es noch jemand zu retten gibt. Aber der Rest von uns ist jetzt hier und diese Geschützteile bedeuten eine Überlebenschance für uns. Was ist mit den gefangenen Soldaten? Silvari-Soldaten, die sind das Risiko nicht wert. Selbst wenn sie nicht die Seite gewechselt haben, wer weiß, ob sie noch am Leben und kampfbereit sind. Die Rettungsmission wäre ein hohes Risiko, möglicherweise ohne Belohnung. Recht haben sie auf beiden Seiten, meiner Meinung nach. Da wir aber sehr sozial sind und Norn, die dafür bekannt sind, immer im Kampf nicht auszuweichen, würde ich sagen, wir retten die natürlich. Auch wenn wir nicht wissen, ob sie jetzt die Seite gewechselt haben oder nicht. Wir wissen zumindest, dass er hier steht und uns nicht verraten hat. Deshalb würde ich sagen, wir machen die Rettungsmission. Wir haben eine schwere Schlappe erlitten, aber wir sind noch längst nicht geschlagen. Jo. Larantier ist immer noch euer befehlshabender Offizier und ich vertraue ihm voll und ganz. Klar? Ja, Kommandeur. Larantier wird sich dem Bergungs- und Rettungstrupp anschließen. Alle, die nicht zum Trupp gehören, grabt euch ein und baut diese Position aus. Und jetzt folgt mir. Wir sollten keine Leben mehr riskieren, um Silvari-Gefangene zu retten. Sie sind bereits fort. Die Silvari gehören Mordremos. Nicht alle von uns. Die Verlorenen, die Willensschwachen, diese Silvari sind verwundbar. Der Rest von uns wehrt sich. Richtig so. Er hat recht. Mordremos will, dass wir uns gegeneinander wenden. Wollt ihr dem Feind in die Hände spielen? Nicht in diesem Leben. Geht nur, rettet eure Gefangenen. Ich bleibe hier und beschütze die Kameraden, denen ich trauen kann. Wir sollen ihn mitnehmen. Ratasum ist so nah und doch so fern. Schaut nicht so besorgt, Braham. Ach, da hinten rum. Er kann auf sich selbst aufpassen. Ein weißes, altes Genie hat mal gesagt... Kann er? Da ist irgendwas. Ich habe jetzt keinen Kopf dafür. Sucht in den nahegelegenen Tunneln, um die Spur der Gefangenen aufzusuchen. Okay. Da drin war ich noch nicht. Wir haben immer draußen eigentlich rumgekämpft und haben das beschützt. Also das ist auch für mich was Neues. Wir holen mal direkt Verstärkung. Wow. Wow, wow, wow. Oh, da sind schon die ersten. Sie. Haltet sie von den Käfigen fern. Spürt sie Macht des Dschungels. Hört mich irgendwer? Wir sind hier oben. Wo denn? Kommandeur, habt ihr das gehört? Es kam von über uns, vom oberen Treppenabsatz dort. Ja. Der Gegner sammelt Leichen und Gefangene. Das ist das erste Mal, dass wir einen Eindruck davon bekommen, wo sie landen. Okay, oh Gott, oh Gott. Da ist eine Dschungelpflanze.
Ups. Gibt mir recht. Da vorne sind wieder Mordrim-Wachen. Holt uns hier raus! Ich werde euch brechen! Endlich erkenne ich das Muster! Okay, ich wusste, besiegt die Gefangenenwache. Danke. Ah, da haben wir schon einen Gefangenen, den wir rausgeholt haben. Ja, mega cool. Die Luft ist mein Element. Da sind noch welche. Ja, gerne. Ob das auf Gegenseitigkeit beruht, weiß ich nicht. Aber ja, danke für die Einladung. Ich bin bereit, den Gegner zu erledigen. Oh. Ich brauche nur mein Gewehr und freie Schussbahn. Ja, dann mach bitte hier. Freie Schussbahn gegeben. Bitteschön. Okay. Seid gegrüßt, Futter. Mordremos hat mit euch allen viel vor. Ich sehe euch das Fleisch von den Jetzt hat er schon wieder sein. Mordremos, eure Feinde sind hier. Helft euren Dienern, sie zu vernichten. Haben wir es? Krass. Was ist das? Du Sau. Wieso kotzt du uns voll? Wer hat denn da geschossen? Ach, das sind die mit ihren Waffen. Okay. Kehrt zum provisorischen Lager der Paktüberlegenden zurück. Ja, da bin ich deiner Meinung. Wo müssen wir lang? Wir hatten schon das Schlimmste befürchtet, nachdem ihr verschwunden seid. Was war denn los hier? Mordremos Streitmacht hat uns überwältigt. Ja. Sie haben uns hier eingesperrt mit Leichen von der Absturzstelle. Oh nein. Die anderen haben sie nach Süden gebracht, um sie in die Armee des Dschungeldrachen einzureihen. Wir wären die Nächsten gewesen. Uns hat er nicht verdreht. Mhm. Und nun werden wir es Mordremos Horden gebührend heimzahlen. Dann machen wir das. Ich hoffe, das ist der Beweis für meine Worte. Wenn wir zusammenarbeiten, muss nicht alles verloren sein. Genau, meine Meinung. Genau meiner Meinung nach. Kommt ihr? Los. Kommt schön mit. Los hinterher. Okay, kehrt zum provisorischen Lager. Ja, dann machen wir doch ein bisschen Geduld. Wir sind doch schon unterwegs. Mal gucken, ob die überlebt haben. Ich hoffe es. Okay. Ja, da hoch. Kommt, meine Freunde. Traut euch. Oh. Taschenraptoren. Ich hasse die kleinen Viechen. Ich hasse sie. Die rassen nämlich immer so aus mit dem Leben. Renn. Los, renn. Schießt sie mal ab. Die sind brutal, die Kleinen. Die sind brutal. Ich hasse sie. Und die können einem ruckzuck das Leben klauen, die kleinen Viechen da. Wo willst du denn hin? Bleib doch bei uns. Okay, zumindest sehe ich Rox und Braham, Marjorie, wobei ich glaube Marjorie und Cass waren bei uns mit bei. Alle Mann angetreten, an die Arbeit. Ist noch lange hin, bis es Tag wird. Das stimmt. Wehrt den nächsten Angriff der Feinde ab. Oh. Wo denn? Ach, das ist dieses Wellenepochen-Ding, ne? Ja. Ich mach langsam Klick bei mir. Mein Leben! Da hinten kommen sie wieder. Kommt, Leute! Mitkommen! Los! Na
Danke, Braham. Jetzt müsste wahrscheinlich von, ja, jetzt kommen sie von hinten. Die stehen da einfach. Na gut, sie stehen immerhin etwas. Endlich erkenne ich das Muster. Bei allen Winden. Boom. Vorne ist noch jemand. Ich sing euch das Fleisch von den Knochen. Oh, da kommen die nächsten. Setzen wir den schon mal hin. Babum, babum, babum. Okay, da hinten sind noch mal welche. Sonst nirgends, ne? Da hinten. Bisher kommen wir gut klar, muss ich sagen. Meinst du, dass das so funktioniert? Dass mein Blut vor allem schmecken wird? Ich glaub's ja nicht. Aber jedem seine Meinung, jedem seine Überzeugung, wenn er denkt, soll er mal machen. Hallo, tschüss. Wie geht's? Wie steht's? Ich glaube, ihr hättet euch uns nicht als Feind aussuchen sollen. Oh, da sind sie schon. Da hinten sind noch mal welche. Endlich erkenne ich das Muster. Oh, jetzt kommen sie aber von allen Seiten. Stopp, da haben wir es schon. Raus da! Scheiße. Shit. Ich habe versagt. Na, keine. Ach doch, das hat die, die Dings war, ne? Oh, haben wir es schon geschafft? Juhu, wie sieht die aus? Boom! Wie geil. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, was ist da? Redlock! Er ist wieder da. Und er denkt so, hä, wer ist denn das? Schärft eure Klingen und schützt eure Eingeweide. Redlock! Ich bin wieder da. Ja, Mann! Wow. Krass. Und da fliegt er. Uff. Oh, das hat ihm nicht gefallen. Das hat ihm nicht gefallen. Habt ihr seinen Blick gesehen? Der Blick. Wenn Blicke töten können, wenn man so schön sagt. Oh, oh, oh. Ja. Ja, ja, wir helfen ja schon. Alles gut. Ey, schmeiß mich nicht weg, du Penner. Guten Morgen, hat er jetzt gerade Guten Morgen gesagt? Okay, den haben wir. Okay, jetzt müssen wir mit Rotlock sprechen. Boah, Rotlock, du warst sehr, sehr lange nicht da. Das geht gar nicht. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich mich euch anschließe. Überhaupt nicht. Als bräuchtet ihr Hilfe. Überhaupt nicht. Immerher. Ihr lebt. Aber wo wart ihr denn? Und was Rocks. Ist das für neue Magie, die ihr einsetzt? Später, Junges. Ihr braucht nur zu wissen, ich bin wieder da und besser denn je. Nice. Jetzt gilt es erst einmal, Freunde zu retten und Drachendiener zu töten. Redlock hat recht.
Wir müssen die Klinge des Schicksals finden und dann schnappen wir uns Mordremos vor seiner eigenen Haustür. Gehen wir, Tribun. Zeit, einen weiteren Kommandeur, Altdrachen zu töten. Da draußen sind noch mehr blasse Räuber. Ich würde sie gerne versammeln und das Kommando übernehmen. Als reine Silvari-Einheit können wir uns gegenseitig überwachen und vor Gefahren von innen und von außen schützen. Sollte einer von uns Anzeichen des Versagens zeigen, werden die anderen tun, was getan werden muss. In Ordnung. Meine Erlaubnis habt ihr. Viel Glück, Larantir. Mal herhören. Wir brechen das Lager ab. Bringt die Verwundeten in die Silberwüste. Larantir bleibt hier und sichert das Gebiet. Mhm. Danke, Kommandeur. Ich begebe mich in höher gelegenes Gebiet. Die blassen Räuber wurden unterwiesen, dorthin zu gehen. Okay. Und sprecht bitte mit einigen der blassen Räuber, die wir gerettet haben. Sie könnten wertvolle Informationen gehört haben während ihrer Gefangenschaft. Okay, machen wir. Ich hoffe, dass sie nicht gegenseitig so viel... Ich in die Nebel eintauchen. Ja, ich auch. Wo seid ihr denn gewesen? Wie habt ihr neue Magie gelernt? Ja, schaut, die Geschichte ist voller legendärer Figuren. Das stimmt. Bösewichte, Idole und Monster. Während ich in den Nebeln war, habe ich gelernt, mir ihre Kraft zunutze zu machen. Klar? Klar. Aber ich habe noch viel mehr Fragen. Spart sie euch. Wir haben eine Mission zu erledigen, Soldaten. An die Arbeit. Das stimmt. Okay. Fuß fassen. Kehrt in den Dschungel zurück, um Beherrschung zu erlernen. Meister die Grundlagen der Gleichung und euch. Wie macht er denn das, was er da macht? Das werden wir sehen. Es funktioniert. Bin froh, dass er hier ist. Oh ja, ich auch. Ich auch. Ein gutes Omen. Wir haben schwere Verluste erlitten, aber die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Das stimmt. Okay. Okay. Heftiger Start für die neue HOT-Folge, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, du bist genauso begeistert wie ich und freust dich auf diese kommenden Folgen. Wir haben eigentlich 22 Folgen für die Lebendige Welt Staffel 2 gebraucht. Naja, 2 war es, genau. Nicht, dass ich jetzt irgendwie was verwechsel. Aber durch den einen Patzer, der mir da vorgefallen ist, sind es 21 Folgen jetzt nur geworden. Aber ich freue mich auf neue Kartengebiete. Wir haben insgesamt die grasgrüne Schwelle gehört, meine ich dazu. Taria gehört dazu. Widerstand des Drachens. Und hier eine Karte. Also ich meine, 4 Karten müssten es sein, wenn ich mich richtig erinnere. Falls nicht, tut es mir leid. Und ja, wir dürfen Karten erkunden, neue Beherrschungspunkte jetzt nicht sammeln. Gleiten haben wir ja schon freigeschaltet. Wäre aber jetzt rein theoretisch damals möglich gewesen, dadurch das jetzt zu leveln und freizuschalten. Aber was wir jetzt aktiv machen können und leveln dürfen, ist zum einen Geisterschirm natürlich für legendäre Waffen, wenn wir die alle schon fertig haben. Und wir dürfen neue Heldenpunkte farmen, denn wir machen als nächstes vom Training die Sturmbotin. Habe ich mir auch schon mal ein Bild angeguckt. Würde ich gerne mal testen und ganz zum Schluss machen wir dann die Katalysiererin über EOD. Aber jetzt für diese Folge würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Es war ereignisreich pur. Rüttlok ist da, wir sind in einem neuen Kartengebiet. Wir haben Mordrim und manche Silvari sind schon übernommen worden. Aber Stück für Stück mehr im nächsten Part. Ich hoffe, du freust dich sehr. Würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Würde mich natürlich sehr über einen Kommentar und einen Like von dir freuen. Und falls du ganz, ganz neu hier bist auf diesem Kanal, dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen. Ich bin Anna, wir spielen Guild Wars, Sims 4, Hogwarts Legacy. Und ich freue mich natürlich immer, neue willkommen zu heißen. Freue mich auf die spannenden Abenteuer, die wir zusammen hier zum Beispiel machen können, da es wirklich Abenteuergeschichten sind und wir so nicht groß was planen müssen. Und ja, ich hoffe, du freust dich auch und natürlich sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn du möchtest. Würde mich natürlich sehr drüber freuen und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.